Herzlich willkommen zu Super Mario World. Lasst uns keine Zeit verlieren und alle möglichen Exits abklappern. Ja, abklappern. So sehe ich das Spiel momentan. Ja, es hört sich an wie so eine Nervensache, wie, ja, hier und da, hier abgrasen, diese Exits, diese Level. Ja, wenn man öfters mal redundant ein Level machen muss. Aber das ist auch das Problem. Bei Super Mario World ist es irgendwie so alles so selbstverständlich, so dass ich das Spiel schon erkläre, als hätte es sowieso jeder gespielt. Und das ist ein bisschen gefährlich. Weil so soll man eine Let's Play eben nicht machen, nach meinen Maßstäben, also so wie ich sehe. Und so wird es mir wahrscheinlich selbst nicht gefallen. Aber verdammt, das ist so schwer bei Super Mario World, weil man das Spiel schon 10-mal durchgespielt hat. Weiß ich nicht. Also, ich habe die meisten Durchspielsachen eh schon vergessen. Was schon einiges heißt. Also, das meistens habe ich das meine Kinder durchgespielt, dann habe ich so durchgespielt. Ja. Einmal habe ich es, glaube ich, beim Kumpel sogar durchgespielt. Einfach mal so aus Sinnlosigkeit. Und, oh, ja. Dafür bräuchten wir einen roten Switch. Natürlich könnten wir jetzt auch irgendwie... Was könnten wir machen? Was könnten wir machen? Nein, es gibt hier, glaube ich, keinen Schalter. Oder dann könnte ich von hier aus Anlauf nehmen und dann... naja, egal. Ja, man könnte es auch noch mit Yoshi machen. Aber sonst bräuchten wir wohl tatsächlich einen roten Switch. Weil, lässt sich schwer Anlauf kriegen. Geht zwar bestimmt, aber... hatte ich jetzt keinen Bock, jetzt hier... erstmal... 5 Minuten lang rumzuprobieren, bis ich mal genug Anlauf kriege. Man kriegt ja auch selbst auf kleinsten Anhöhen Anlauf für den... Ah, für die Feder. Das war jetzt krass. Ja, so sollte man eigentlich nicht drüber rennen. Und so könnte man so selbst durch die Level, die einen diese Möglichkeit eigentlich gar nicht geben, durchs Level zu fliegen. Ja, es sei denn, es ist eine Decke da. Kann man auch auf den kleinsten Terrain eigentlich noch Anlauf kriegen. Ah, habt ihr bestimmt nicht verstanden. Also man könnte jetzt zum Beispiel zwischen hier und hier sicherlich Anlauf nehmen, wenn man hier immer wieder rumrutscht. Irgendwie geht das. Also es gibt ja auch diese Boost-Leiste aus Super Mario Bros. 3 und die ist jetzt zwar nicht angegeben, aber ja, der Boost geht nie vollständig zurück. So kann man sehen. Ah. Aber das zählt dann wieder unter Advanced Techniques. So nennt es bestimmt die Spieler. Ach ja, Advanced Techniques. Ich sag dazu nur Bug. Okay, hier ist es wohl weniger, aber bei Smash Bros. Zum Beispiel, um mal irgendwas Unwichtiges, was hier nicht reingehört, zu nennen. Bei Smash Bros. Gab es halt Advanced Techniques und die waren Sachen, die man ausführen konnte, damit weniger Zeit zwischen den Moves verstreicht. Also wenn du einen Schlag und einen Kick machst, ist ein Intervall dazwischen, den ein Gegner ausnutzen könnte, um dich halt selber zu schlagen. Und wenn man dann in einer bestimmten Position irgendwie... bestimmt schnell das Steuerkreuz bewegt, dann kann man ohne Wartezeit direkt den nächsten Schlag ausführen. Und sowas ist ein Bug eigentlich. Naja, und all das ist natürlich Grund genug, um es wettbewerbsfähig zu machen. Also, selbst diese Bugs nicht, würden wahrscheinlich nicht so viele Wettbewerbsspieler geben. Weil es ist verdammt schwierig, sowas auszuführen. Ah, Bugs, ja. Hier gab es auch irgendwo einen Bug in dem Level. Apropos, genau. Ich meine, man kann irgendwo durch die Wand fallen, wenn man hier in einem bestimmten Winkel steht. Ist mir schon mehrmals passiert, aber ich habe es einfach nicht mehr drauf. Also ich weiß nicht mehr den Ort. Und aus Zufall wird mir wahrscheinlich nicht passieren. Ist höchst unwahrscheinlich. So, hier gibt es ja auch ein Secret Exit. Was bringt der ein? Bringt denn hier das Secret Exit? Ah, hier gibt es auch den roten Switch. Ja, muss ich wohl zweimal dieses Level... Also hier, zack, da, jetzt hier runter, soweit ich glaube. Ja, genau. Und. Egal, ich gehe jetzt wieder durch. Ach, als kleiner Mario ist es auch schön. Viele haben ja Schiss, als kleiner Mario rumzulaufen und rennen immer in die Top-Secret-Zone zurück, um sich wieder größer werden zu lassen. Aber als kleiner Mario kann man auch weniger getroffen werden. Sieht das mal so. Oho. Also... am Ende ergibt es ein Leben, wie ihr euch denken könnt. Wow. Warte. Zack. Bin ich hier schon mal gestorben? Moment, überlegen. Weiß nicht. Ich meine, ich habe nichts dagegen, hier auch mal zu sterben. Das wird dann wohl erst in den späteren Leveln passieren. Naja. Ja. Schön. Gut. Wissen wir. Los. Ah, Mann, ich habe jetzt irgendwie Bock auf Hex oder so. Irgendwas Neues. Nein. Also, das gehört zur Collection dazu, wie alles andere. Ich hätte sonst auch Super Mario All-Star spielen können und dann hätte ich nicht Super Mario World. Ich stelle es mir auch eigentlich lustig vor, aber... das ist schon wieder so viel... Ah.
Also eventuell benutze ich das zum Üben, um wieder in die Super Mario World Steuerung reinzukommen. Aber es gibt da noch einen verdammt schwierigen Hack, den ich gerne spielen würde. Und ich hänge da gerade zwischen so mehreren Leveln und jedes davon ist sau hart. Und wenn ich jetzt ein bisschen wenigstens in die Steuerung reinkriege, könnte ich mir ein paar Tode erstmal ersparen. Indem ich schon mal zumindest an der Steuerung gewöhnt bin. Ja, genau. Oh, fuck off! Ja, ich werde immer irgendwie gestrauchelt von diesen doofen. Von diesen doofen Fischen. Vor allem, ich finde auch, die sehen echt total dumm aus. Ich meine, verdammt nochmal, ich habe noch nicht mal. Ich achte total wenig drauf, dass die einen Mund haben. Die Chucks hier im Gegensatz sind wirklich cool und. Gibt's die in noch ein Spiel, oder kommen die jetzt wirklich nur in Super Mario World vor? Ah, Stern! Ah. Ich meine nämlich, die Chucks kommen doch nur in Super Mario World vor, oder? Weil das finde ich wie schade, ich meine. Es kommt doch dieses neue Mario raus. Wie heißt es nochmal? Mario 3DS. Also das für 3DS. Und das hat ja Elemente aus Super Mario World und Super Mario Bros. Wow. Also ganz ehrlich, ich sag mal so, es sieht für mich wie Galaxy aus und manchmal hat es halt 2D-Passagen. Manchmal ein bisschen öfters als Galaxy. Aber ganz ehrlich, das ist für mich Galaxy in 3DS-Format. Mit noch langsamerer Spielgeschwindigkeit. Lol. Egal, ich habe ja eh kein 3DS und werde mir ja so schnell auch keinen kaufen. So. Hier hätten wir schon mal. Oh, jetzt könnten wir eigentlich das. Ja, jetzt können wir eigentlich das erste Level machen und dort den Secret Exit holen. Aber nein! Das machen wir dann erst, wenn wir das Schloss hier geschafft haben. Genau. Das Schloss muss ja nicht immer. Ah, ich wollte. Wäre ich jetzt klein gewesen, wäre ich sicherlich durch die Lücke gekommen. Ja, als großer Mario kommt man wirklich schlecht durch Lücken. Und ich lasse mich natürlich ständig treffen. Hey, getroffen werden ist nicht schlimm, nur sterben, oder? Ich meine, es sind ja keine Längen oder so. Oh, irgendwo war hier ein Pilz oder so. Ich meine, jetzt müsste es eine Feuerblume sein. Egal. Wer will Power-Ups? Ey, warum brauche ich Power-Ups? Naja. Also zumindest, warum suche ich verbissen nach welchen? Okay, vielleicht war hier doch kein Pilz, weil... Ich kriege ja hier schon direkt eine Feder. Eine Feder? Oh! Ja, hier kann man hochfliegen. Wow, wow, wow. Ich kann mich nicht entsinnen, da schon mal hochgeflogen zu sein. Ganz ehrlich. Das ist für mich mal interessant. Ja, okay, da gibt's eine Yoshi-Münze. Dort gibt's was noch? Oh, doch, doch, oh, doch, da war ich schon mal oben. Hab mich getäuscht. Ja, es gibt Elemente im Spiel, die tut man eben... Die tut man eben nicht so oft machen. Verdammt, ja, also wer jede Yoshi-Coin will, von mir aus. Es wird eh nicht angezeigt, wird in einem extra Fenster angezeigt werden. Oder wäre es für 100% relevant. Dann würde ich mir vielleicht auch die Mühe machen, alle Yoshi-Coins zu sammeln, aber nee. So ist das echt nur was für Hardcore-Sammler, die wirklich jede Ecke aus diesem Spiel erkunden möchten. Ja, genau. Und ich weiß jetzt, welchen Fehler ich gemacht habe, natürlich. Ich bin ja auch so blöd, ich bin ja auch so doof. Ich achte ja auf gar nichts. Hier war doch irgendwo ein Schalter. Ah, der war doch woanders. War der... Warte mal. Der war doch, soweit ich weiß, in so einer Bucht drinne irgendwie. Oder ich guck hier. Dann war hier irgendwo der Schalter, genau. Oben. Guck ich erstmal. Na, natürlich nicht. Wäre ja zu leicht zu erreichen. Also hier war doch der... Entweder der Schalter war hier oder es gab doch irgendwie noch so eine Bucht. Oder ich verwechsel da mal wieder was. Ach, mein Gedächtnis auch nicht mehr so gut. Genau so machen wir es. Okay, kann ich alles zerlegen, aber das nicht. Ja, kann ich da hoch. Wow. Ist hier ein Schalter? Bezweifle ich. Ne, da war irgendwie so eine Bucht drin, so eine kleine, und dort kriegt man den Schalter. War vielleicht auch gerade in dem Raum und ich bin darüber geflogen. Ja, das ist wahrscheinlich. Meh, komm schon. So. Ja, also mich nerven diese Kugeln gerade. Okay, erster Tod. Ah, da war bestimmt der Schalter in dem mittleren Boah, ich spreche zu schnell. Nicht, dass ich meine Zunge noch verschluck. Ja, in dem mittleren Block war der wohl drin. Toll. So. Ja. Spannendes Level, ich weiß. Ich hasse allgemein Geisterhäuser in diesem Spiel. Weil sie meistens total langweilig designt sind. Ja, weil Geisterhäuser sind ja oft nicht mit normalen Leveln zu vergleichen, weil es dort eben nicht nur von links nach rechts geht, sondern nach oben, unten, rechts, links, wieder zurück. Hat so eine Puzzle-Mechanik oder eine leichte Trial-and-Error. Find den Weg. Oder die Zeit holt dich jemand ein und du stirbst. Deswegen, jedes Mario-Hack, ich freue mich auf kein Geisterhaus, auf keinen Fall. Wären selten gut gemacht.
Die werden so gemacht, wie sie sein sollen. Ich meine, das ist ja auch schön, aber genau darauf stehe ich nicht. Okay, in den New Super Mario Bros. Teilen sind die dann erstens lila designt und zweitens auch wieder eher linear aufgebaut, so wie ich es bemerkt habe. Hey, das war jetzt kein Diss dagegen. Ich finde New Super Mario Bros. DS ein schönes kleines Spiel für zwischendurch. So, und jetzt hier durch. So. Hättet ihr nicht gedacht, oder? Dass man dort lang muss. Also hinter dieser... Naja, es geht noch ein bisschen... noch ein bisschen verschnörkelter, aber das habt ihr auch schon gesehen. Ich glaube, noch komplizierter als bei Big Boo. Und es ging ja sogar noch. Wird es, glaube ich, nicht mehr werden, oder? Ja doch, vielleicht doch das der letzte Geisterhaus, da das Secret Exit. Der ist ein bisschen gut versteckt. Muss ja selbst ich zugeben. Ja. Okay, ja. Das klassische Floßlevel. Also hier ist man wieder von Objekten abhängig. Also ich kann die Geschwindigkeit hier sowieso nicht regulieren. Ich fand, es sieht immer noch total dämlich aus, wie Mario sich dückt und seine Mütze unter sich runterzieht. Verdammt nochmal, das kommt in kein... Obwohl, zieht er die Mütze runter? Ich achte einfach auf Sprite manchmal. Oder tut er einfach nur die Hände vors Gesicht halten? Also ich habe es immer so gesehen, dass er seine Mütze nach unten zieht. Es ist einfach zu geil. Ja, selbst nach, was weiß ich, 15 Jahren Dauerzocken Mario Hex... Nicht nur Mario Hex und Super Mario World. So viele Hex habe ich ja gar nicht gespielt, aber naja. Ja, irgendwann geht einem ja die Spielmechanik eh am Arsch vorbei. Dann ist egal, was für geile Ideen vorkommen. Bla, du kennst das alles schon. Die Steuerung ist dir einfach zu vertraut, ja. Man kann sagen, ja, die Super Mario Spielmechanik ist eine, die dir am meisten was nützen wird. Also, man kann mit der, wenn man die einmal erlernt hat, kannst du jeden scheiß Hack, was weiß ich wie oft... Gut, naja. Das ist ja auch die Sache für Leute, die meinen, ist doch unmöglich, guckt euch den Hack an, da muss er noch Safe Staten. Verdammt, spielt doch einfach öfters Hacks ohne Safe States. Ja genau, am besten auch ohne Safe States. Dann werdet ihr auch automatisch besser und... Oh, so, zack, komm her, Yoshi. Yoshi kann nämlich über diese Lava-Viecher draufspringen. Über die... Also auf sie draufspringen. Tut mir leid. Ich rede manchmal zu schnell. Also hier, wow, toll. Ja, verstehe ich Logik, aber Yoshis Füße sind echt aus Stahl. Ich weiß nicht, also... Was kann denn Yoshis Füße großartig was anhaben? Ja, höchstens Bowser in seinen Clowns-Gesichtflieger. Woho, so, Ich finde es aber immer cool, wie sich die Musik ändert. Also so ein kleiner Remix, wenn man Yoshi hat. Hat man daran in den späteren Mario-Teilen dran gedacht, hä? Oh, wow, wow, geil. Okay. Da war ich auch noch nicht oben. Verdammt, oder? Ich erinnere mich einfach nicht dran. Aktivieren. Führt uns wohl geradewegs zum Ziel. Keine Ahnung, ob ich das kenne oder nicht. Ich durchsuche die Level nicht mehr großartig. Also damals, als ich das Lösungsbuch hatte, wollte ich echt mal alles ausprobieren. Aber verdammt, wie lang ist das her? Ein total höhlentypisches... Also ein total höhlenuntypisches Level gerade... ihr könnt mir nicht sagen, dass das in der Höhle spielt. Es könnte eine Kaverne sein. Aber genau das mag ich an Mario. Es gibt halt auch Level, die mal nicht zu der Welt passen. Und es wäre extrem langweilig, wenn du in die Höhlenwelt kommst und dort erwarten dich jetzt nur Höhlenlevel. Demnach, ja, finde ich doch echt eine nette Abwechslung. Und schon kommt, oh, jetzt ist ja schon der Midway-Point da. Da seht ihr es, wenn das Level nicht von automatisch läuft, geht das Level viel zu kurz. Ja, yeah, genau, hier kommen immer wieder... Ah, dumm! In periodischen Abständen... Abständen? Ja, so rede ich jetzt gerade. Ja, Kugelwillis. In so einer Art Gitterformation auf einen zugeflogen. Naja, so schlimm ist das jetzt eigentlich nicht, weil man das ungefähr voraussehen kann. Aber ich glaube, es sind gar nicht periodische Abstände. Oder ich bin schon darüber. Ja, kann auch sein, dass sie jetzt nicht mehr gespawnt kommen. Ja, ich war schon längst über die Stelle... Also sie kommen nicht wie diese großen Kugeln immer dann, wenn sie kommen sollen, sondern einfach so. Mann, das macht das Level total unvorhergesehen und immer, ja, immer anders. Ganz bestimmt. Lemmy's Castle, das dritte. Lemmy ist der jüngste von Bowsers Kindern.
soweit ich weiß, doch der jüngste. Lemmy natürlich. Ich hab ihn gerade mit Larry verwechselt. Ah, verdammt, aber die Bowser-Kinder kennen wir ja alle schon von Super Mario Bros. 3. Und schau, vielleicht hätte ich das nicht tun sollen. Ah doch. Hier ist ja keine Wand aus Blöcken. Okay, hier gab es, glaube ich, auch irgendwie eine Abkürzung. Ah, komm. Ja, genau, hier war die Abkürzung. Nein, das war keine Abkürzung. Hier kann man den Midway-Point freischalten. Mach ich's einfach mal. Wer weiß, vielleicht bin ich so blöd und sterbe. Und dann müssen wir alles nochmal sehen. Und verdammt nochmal, ich möchte ja nicht zu lange hier brauchen für die ganzen Sachen. Okay, einen Up gibt's auch nochmal oben drauf. Das war der gute Reise-Up. Ne? Ah, so, ja. Es ist dasselbe Spielchen wie mit Welt 2, nur dass diesmal, ja, ein bisschen Lava ins Spiel kommt. Verdammt, ey, das ist aber auch verdammt oft so, dass in diesen Schlössern immer irgendwas runterfällt und hochfällt und... ja, für Ungeduldige ist das nichts, aber naja. Genau, auch der Knochen trocken hier, ich weiß gar nicht mehr, wie lange es dauert, bis der Knochen trocken wieder vorkommt. Ich glaube, erst dann wieder ein Paper Mario. Auch der hier sieht ein bisschen untypisch aus. Ja, das ganze Gegnerdesign, ich weiß auch nicht. Zumal das hier eh nicht die grafische Power des Super Nintendos ausreizt. Da war Yoshi's Island schon viel eher dran. Also hier sind die Sprites eher oft simpel gehalten. Ja, das war das erste Spiel für Super Nintendo. Was erwartet man? Man hat halt mit ein paar lustigen Filtern, Effekten rumgespielt. Wie zum Beispiel, dass wenn du ein Level anwählst, dass sich alles so verpixelt und so reingezoomt wird. Naja. Oh, da wären wir schon beim Boss. Pah! Wir brauchen diese Feder nicht. Naja. Genau, das ist eigentlich die einzigste Schwierigkeit. Diese eine kleine Flamme, die immer hin und her wandert. Es gibt dann wieder so einen ähnlichen Bossfight, der ist genauso, nur hat er zwei kleine Flammen. Und zack, ist ein neuer Endkampf bereit. Ja, so Bosskämpfe war eh noch nie so gerade die Stärke von Super Mario. Beziehungsweise glaube ich auch, dass die eh die von Nintendo keinen Wert darauf legen. Ja. Waren halt immer die Level, ne? Wozu dann Bosskämpfe machen, ne? Wären wir doch einfach faul. Wozu eine Story machen? Ist doch eh Super Mario. Wir können auf unseren Kult-Esel reiten. Und demnach können wir uns, ja, ruhig mal das ein oder andere Detail auslassen, ja. So. Ja, damit hätten wir eigentlich schon die Höhlenwelt abgeschlossen. Aber es gibt hier noch einige... Eins, glaube ich sogar nur. Aber es gibt hier noch ein paar Sachen zu machen, also... Nein, das war's noch nicht mit dem Part. Yay, Mario benutzt den Hammer. Ist das eine kleine Hommage an Donkey Kong, was ich auch let's played habe? Mario hat über Lemmy Koopa triumphiert. Also dem von Schloss Nummer 3. Marios Aufgabe wird jetzt viel schwieriger. Du hast doch etwa den roten und grünen Switch schon gefunden, oder? Ja, das ist das Problem. Ich muss immer kurz überlegen, wenn ich übersetze. Demnach diese stolperhafte Übersetzung. Okay, egal. Ja, da müssen wir das Secret Exit finden. Finden vor allem, ja, finden müssen wir das. Ist ja auch so schwer versteckt gewesen. Diese roten, umstrichelten Blöcke haben ja irgendwie nicht gesagt, besteig mich. Ja, also es ist oft so, dass in einem Level schon eigentlich direkt klar ist, wo das Secret Exit ist, dir aber nur das passende Power-Up fehlt. Ja, das sind auch immer so Sachen, die einen aufregen, aber okay. Ah! Bei Super Mario World hatte man immer noch die Chance, das durch kleine andere Sachen irgendwie, ja, ein bisschen rumzutricksen. Also zum Beispiel bei New Super Mario Bros. Braucht man für eine Stelle unbedingt, glaube ich mal, diesen Schildkrötenpanzer. Und ja, wenn du den nicht hattest, musstest du durch die einzelne Level reisen und irgendwann kommt dann wieder so ein Fragezeichenblock. Ja, die waren ja, glaube ich, nur... Ach, egal, ich will nicht über dieses doofe Spiel reden, also... Ich meine, es wäre jetzt schlecht dem Gameboy-Spiel gegenüber, weil das Gameboy-Spiel war echt noch innovativ... innovativ traditionell. Das andere war einfach nur ein Abklatsch in Wii-Fassung. Ja, ich habe schon den Geldspeicher vor Augen. Es gibt ja so ein lustiges GIF... GIF-Dateien, kennt ihr ja. Da sieht man so diesen... Wie heißt der Typ da von... Genau, Waggy. Waggy Ames, oder wie der heißt. Der steht vor so einem Geldspeicher wie Onkel Dagobert und lacht sich gerade an ab, während er den 3DS in der Hand hält. Und im 3DS sieht man
Nur zwei Japaner, Miyamoto und den Präsident, wie heißt denn der nochmal, egal, von Nintendo. Satoru Iwata, genau. Ah. Und die tun dann so nussknackermäßig mit dem Gesicht so auf und ab bewegen. Lol, it prints money. Und dann kommt da so Geld aus dem 3DS raus. Einfach nur lustig. Bei Gelegenheit müsste ich das mal verlinken. Naja, das war eines der geilsten GIFs, weil so haben manche Leute halt über den 3DS gedacht. Aber das Lustige ist ja, ja, der 3DS verkauft sich eben nicht so gut, wie sie gedacht haben. Und jetzt haben sie auch die Arschkarte. Das ist also das Problem von Nintendo. Hauptsache Hardware, früh möglichst releasen, aber überhaupt nichts Vernünftiges für ja, die Zocker parat haben. Ich meine, nur mit 3D-Effekt ist es ja nicht getan, wie man gesehen hat. Und soweit ich gehört habe, wirbt ja Nintendo mittlerweile auch schon damit, dass man den 3D-Effekt ausschalten kann. Als dass es einen 3D-Effekt hat. Das finde ich einfach nur total schön, ironisch und lustig. So, hier gibt es noch einen Geheimgang, der prinzipiell eigentlich unnötig ist, oder? Ich meine, den brauche ich gar nicht. Genau, den brauche ich auch nicht und deswegen mache ich ihn jetzt auch nicht. Ich möchte nicht nochmal in die Länge ziehen. Das wäre jetzt nur eine Abkürzung, die überhaupt nicht nötig wäre. Für die Sternstraße. Also da hätten wir jetzt diesen... Werdet ihr ja sehen. Werdet ihr jetzt direkt sehen, wenn ich den einen Stern da... Hä? Okay. Ach scheiße, ich habe gleich vergessen zu speichern. Ah. Hab ich nicht gespeichert? Keine Ahnung, warum jetzt hier das Level nicht da ist, aber... Naja, machen wir es eben schnell nochmal. Oh, warte mal. Blub. So, zack, Level geschafft. Ist ja nur keine Frage. Warum habe ich jetzt nicht gemacht, ist... Ich nachgucken. Also Leute, ihr werdet es nicht bemerkt haben, weil ich diesen Teil genau ans Video ranschneide. Aber genau bei Beginn des Levels ist der Ton verschwunden. Also ich kann nicht länger als 10 Minuten mit Camtasia aufnehmen, sonst verschwindet der Ton. Aus heiterem Himmel. Und immer nur bei Super Mario World. Ich verstehe das zwar jetzt nicht. MB-Probleme. Zu lange dieses hochauflösende... Naja, das müsste bei Super Mario Bros. 3 auch schon passiert sein. Ich habe keine Ahnung, aber immer wenn ich dann so ungefähr 20 Minuten habe, ja, am besten am Ende des Levels werde ich dann nochmal kurz stoppen. Das Problem ist, das Stoppen dauert dann eher halt 5 bis 10 Minuten. Also, ne, es muss erstmal 5 Minuten so selber rendern und zum Speichern brauche ich auch nochmal 5 Minuten. Na, irgendwie so um den Dreh. Und da müsste ich erstmal extrem lange nachgucken. Das nimmt man natürlich aus dem Flow. Ja, da der Ton verschwunden ist, könnt ihr euch denken, muss ich die Level, die ich jetzt noch zeigen wollte, nochmal nachspielen. Man könnte jetzt meinen, ist ja noch dieses Level, aber nein. Das Level auf dem Gipfel, also es sind noch 3 Level auf dem Gipfel, die muss ich auch nochmal machen. Kann ich nichts tun? Ah, jetzt hätte ich mir doch gewünscht, die Abkürzung freigeschaltet zu haben. Egal, egal. So, ich mache das jetzt auch mal ganz schnell, tut mir leid. Normalerweise greife ich zu sowas nicht, aber diesmal... Um es schnell zu halten, nein, ich schaffe es sowieso in 20 Minuten, nur ist halt ein bisschen angepisst, schon wieder diese Level. Also ihr seht, ich habe schon geschafft, also keine Sache, direkt ein neuer Yoshi, wusste ich natürlich, dann bin ich deswegen killen lassen, weil ich ein Yoshi-Sadist bin. Nein, allerdings, ah, da ist eine Feder. Das wusste ich natürlich nicht, dass da eine Feder ist. Jetzt pisst mich ein bisschen an, ey, was ist mit Camtasia los, was machst du denn da? Fuck off, naja. Wayne, du kann ich ein paar peinliche Momente wieder wegschneiden, wo ich einfach nur übelst verkackt habe. Ich habe nur einmal verkackt und das war bei den Winos, wo ich euch zeigen wollte, dass hinter den Winos Leben sein sollten, aber es war wohl irgendwie ein anderer Endgegnerkampf gegen die Winos. Naja. Oh, Winos, ihr wisst doch gar nicht, was ich meine, wenn ihr das Spiel nicht kennen würdet. Naja. Auch hier gibt es wieder ein Zwischenschloss. Es ist zerstört, weil ich es schon geschafft habe. Man kann es auch mit L und R wieder betreten. Und ja, die haben auch immer einen Endgegner. Das sind 4 Nashörner auf dem Riesenrad. Ja, toll. Wer kommt auf sowas? Und ich versuche immer einfach instinktiv schon durch diese weiße Markierung zu fliegen. Obwohl das eigentlich nur wieder Bonuslevel heißt. Und Bonuslevel ist langweilig. Kriege ich eh nie volle Leben. Vanilla Secret 3. Genau, das gehört immer noch... Zum Dings. Zum Vanilladom. Zum Vanilladom. Geiler Name. Warum heißen alle zukünftigen Mario-Landschaften nicht mal Vanilla und Donut? Und das gibt's überhaupt nicht mehr. Total lächerlich. Also, okay, bei N64... Ach, Mario hat auch keine zusammenhängende Welt, müsst ihr bedenken.
Es gibt Isla Delfino. Das eine Mal, beim anderen Mal ist es das, naja. Ich weiß auch nicht, was ich jetzt gerade genau sagen soll. Aber ich will nur sagen, Mario hat keine zusammenhängende Welt. Alles wird nur einmal vorkommen. Ja, sagt nicht, das Pilzkönigreich ist die Welt. Das Pilzkönigreich sieht immer, immer anders aus. Ich will auch nicht mal sagen, ob das hier das Pilzkönigreich ist. Hat denn Mario nicht Urlaub mit Peach gemacht? Ich hab ein Buch, was ist das für ein Scheiß? Ich hab so ein komisches, Lösungsbuch. Ich weiß nicht, ob es auch im Handbuch steht. Das habe ich wiederum nicht. Nicht im Lösungsbuch. Es gibt ja diese komischen Bücher, die früher rauskamen. Dort wurden Super Nintendo-Spiele vorgestellt, die neuesten. Das war aber von Nintendo selber rausgegeben, weil so eine Werbemasche, die gab es sogar, glaube ich, kostenlos. Naja, eins davon hatte ich und dort stand, glaube ich, dass Mario Urlaub macht. Also das steht zwar natürlich nicht hier in dem Spiel selber, das würde dann wenn schon im Handbuch stehen. Aber dürfte das hier auch nicht das Pilzkönigreich sein. Ah, verdammt. Naja. So, da können wir nicht lang gehen, wir können nur als kleinen Mario Abkürzung nehmen. Also ihr seht schon, ein Wasserschloss. Ja, ich muss natürlich das nochmal alles neu erklären. Was denn erklären? Was gibt's hier zu erklären? Ein Wasserschloss! Naja. Was, ja, wie gesagt, ich habe schon mal gesagt, ich habe überhaupt nichts gegen Wasserlevel. Das einzige Problem ist halt natürlich, dass die so irre langsam gehen. Also, ein schwieriges Wasserlevel ist mir ja eigentlich schon mal ganz, ja, ganz lieb. Also, ich habe nichts gegen schwierige Wasserlevel, aber, naja, wenn du einfach nur durch das Level durch willst, wie ich schon die ganze Zeit will bei Super Mario World, dann, tut einen diese Langsamkeit schon ein bisschen anpissen. Diese Knochenfische, ja, diese Knochenfische kamen nicht mehr im Super Mario Universum vor. Ey, ich versuche das immer so ein bisschen Vergleiche zu ziehen. Also, dieses Mario ist im Grunde eigentlich ziemlich anders als andere Marios. Kann man kaum glauben, so eine Steuerungsfreiheit gab es zum Beispiel auch nie mehr. Doch mit Yoshi's Island schon irgendwie noch ein bisschen, aber Yoshi's Island war ja schon eher so eine andere Kiste, finde ich. Ja, wow! Geschafft! So! Das nächste Mal geht's zur Butterbrücke. Wir sehen uns!